Wohnen Sie in Bonnheim? Ja. Und warum? Was finden Sie hier so gut an dem Stadtteil? Ich finde es so schön, weil es so ein bisschen Dorfatmosphäre hat. Also man hat das Gefühl, es ist ein gewachsener Stadtteil, eben kein Neubau. Und es gibt hier alte und junge Leute und alles zusammen. Und hier gerade wie auf dem Markt, ich finde es einfach schön. Was finden Sie an Bonnheim gut? Ich komme hier gerne her, weil die Mischung hier gut ist. Sowohl was die Läden angeht, was die Menschen angeht, was die Atmosphäre angeht. Und ich finde, hier ist es nicht so abgedreht schickimicki. Das finde ich, hat irgendwie so ein bisschen Bodenhaftung und das gefällt mir gut an Bonnheim. Weil die Bergestraße sehr lang ist und da gibt es alles. Ich brauche kein Auto zu fahren, ich brauche kein Fahrrad, zu Fuß. Im Mittelalter ideal. Was mir gefällt, ist einfach der Stadtteil, wie er gewachsen ist. Das Angebot, die vielen einzelnen Läden, die Cafés, die Berger Straße, ja. Die Parks, das Grüne. Die ganze Infrastruktur einfach. Also da hat man alles auf einem Platz, muss nicht in die große Stadt runter, sondern man kann irgendwie an einer Stelle bleiben. Das ist ein Stadtteil mit einem besonderen Flair und zwar gibt es hier viele junge Familien. Und da wir auch eine junge Familie sind, passt es einfach. Ja. Also es ist einfach jung, innovativ, denke ich auch. Und ist alles fußgängig zu erreichen, das ist eigentlich auch ganz gut. Man braucht eigentlich kein eigenes Auto. Öffentliche Verkehrsmittel kommen wir überall hin und das sind so die Hauptgründe. Können Sie sich vorstellen, an den Rand oder an die Ränder von Frankfurt zu ziehen, wo es ein bisschen dörflicher, ein bisschen beschauliger, ein bisschen ruhiger ist? Momentan noch nicht. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, aber momentan fühle ich mich eigentlich in Bonnheim sehr wohl. Nee, ich bin eine richtige Innenstadtbewohnerin. Ich wohne nicht so weit von der alten Oper. Also ich brauche irgendwie kurze Wege. Ich mache viel in Kultur und das möchte ich am liebsten mit dem Fahrrad. Da gehe ich auch jetzt wieder hin, das Park da hinten. Oder zu Fuß machen und von daher, ich möchte nicht am Stadtrand wohnen. Momentan noch nicht, aber später vielleicht. Ich habe eine kleine Tochter und wenn die größer ist, dann ja. Es gibt in Frankfurt zwei Stadtteile oder drei. Das geht also von der Bergestraße runter bis zur Stadt und dann über Main, Schweizer Straße hoch. Also praktisch Bonnheim, Sachsenhausen, Nordend, Westend noch. Und damit hat sich's aber für mich. Entweder Bonnheim oder ganz raus. Dankeschön. Bitteschön. Sie hier nach Bergen-Enkheim gekommen? Durch die Liebe. Naja, hierher verschlagen hat mich die Liebe. Wir waren früher in der Stadt und dann sind wir umgezogen und jetzt in Bergen-Enkheim sesshaft geworden. Was gefällt Ihnen hier ganz besonders? Die Landschaft rundum. Die Menschen. Die Gegend. Die Gegend. Es ist wunderschön hier. Naja, also Bergen-Enkheim hat unheimlich viel zu bieten. Ich versuche mal irgendwie so ein bisschen Reihenfolge reinzukriegen. Das allererste, was wichtig ist, ja, ist die Natur, ist die Umwelt. Egal, wo Sie hier aus Bergen-Enkheim rausgehen, egal in welche Richtung, ob nach Osten, Süden, Norden, Westen, ja, Sie kommen in freie Natur. Ich sage nicht unberührte, sondern in freie Natur. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, ja. Zum anderen hat Bergen-Enkheim sowohl historisch, zeigt auch der Platz, auf dem wir jetzt hier stehen, ja, wie auch geschichtlich und vor allen Dingen kulturell sehr, sehr viel zu bieten. In die Innenstadt noch mal umziehen, kommt das für Sie noch in Frage? Nein, nein, auf gar keinen Fall. Ne? Nein, nein, das ist schon toll. Es gibt hier so einen Standardsatz, ja, wir Frankfurter bleiben Bergen-Enkheimer. In Haarheim? Jawohl. Und was gefällt Ihnen hier in Haarheim? Haarheim ist ein schönes Dorf in Frankfurt und das Ländliche ist halt hier wirklich durch nichts zu ersetzen. Das Ländliche einfach, man kann entspannen, man kann schöne Spaziergänge machen, gerade durch die schönen Felder, die wir hier in Haarheim haben, gerade wenn der schöne Raps auch blüht, ja, das erinnert alles an die Heimat. Ja. Also ich komme aus Portugal, ah, okay. Ja, und das ist gerade das Schöne. Man ist zwar schnell in der Innenstadt, aber
man hat hier ein bisschen Abstand von allem, ja. Insgesamt, wenn man eine Weile hier ist in Haarheim, sehe ich schon, dass die eine deutlich engere Bindung aneinander haben. Also es ist viel leichter, sich zu kennen. Die meisten Menschen kennen die Vereine. Die sind vielfach auch in den Vereinen. Und man trifft einfach schon gezwungenermaßen viel häufiger Leute wieder. Also wenn ich zum Einkaufen gehe, ich kenne die mittlerweile alle, die kennen mich. Wenn ich hier zu der einzigen Bankfiliale gehe, man kennt sich einfach. Man kennt sich überall, egal wo man läuft. Die Umgebung, das Grüne, die Nidda, das Ganze drum und dran. Auch hier ist ja sehr schön wohnen. Wohne seit 40 Jahren hier. Ja. Und dann lebt es ja gut hier, ne? Haarheim ist einfach schön und für jeden etwas dabei und hat von jedem etwas, für jeden Geschmack. Das heißt, also Sie würden auch jetzt nicht in die Innenstadt umziehen nach Bornheim oder so? Nicht unbedingt. Wenn es nicht sein muss, würde ich gerne hier ohne bleiben. Ich wüsste nicht, welcher Stadt halt schöner ist als Haarheim. Nein, auf gar keinen Fall. Alles klar, danke. Danke auch. Ein wunderschönes Geschäft in Sossenheim und warum haben Sie sich gerade entschieden, in Sossenheim einen Laden aufzumachen? Am Anfang, also es war ein Zufall, dass wir den Laden hier entdeckt haben. Es war frei zu vermieten und jetzt sind wir fast seit 3 Jahren hier. Ich würde jetzt sagen, dann mehr hauptsächlich wegen den Leuten hier, wegen den ganzen Jugendlichen. Wegen den ganzen, also ein familiärer Dings ist es, die Atmosphäre, weil das ein kleiner Ort ist, denke ich mal. Und ich denke dran, hierher zu ziehen, sobald ich ein geeignetes Wohnen finde. Und gibt es irgendwas, was Ihnen besonders gut hier gefällt in Sossenheim? Ja, der alte Ortskern war immer hervorragend. Und nur Sossenheim um uns herum, und es hat sich dann in den letzten Jahren immer verlagert nach Siedlungen. Karl Sonnenschein, die Henry-Dunant-Geschichte und auch dann später der Westpark. Und gemischt sind wir jetzt, alle Nationen sind anwesend und im Großen und Ganzen kann man da zufrieden sein. Ja. Also ich finde am besten hier, dass man Freunde und Nachbarn hier alle in der Nähe hat. Sage ich jetzt mal, weil ich hier aufgewachsen bin. Das Vereinsleben, was wir hier in Sossenheim haben. Wir haben ein sehr schönes Vereinsleben hier, wir haben sehr viele Vereine, wir haben den Kultur- und Förderverein und da ist es alles hier in Sossenheim, der Ortskreis, sehr verwurzelt. Das Vereinsleben, die Gegend, wo ich wohne, die Leute, die Familie, alles. Wo hast du vorher gelebt? In Kaiserstraße, in Frankfurt. Und vorher in Sachsenhausen und vorher in San Francisco. Du kannst also San Francisco mit Sossenheim vergleichen? Ist gemütlich wie San Francisco. Du kannst den Park besuchen. Ist schon eine schöne Landschaft. Würden Sie auch irgendwann mal umziehen in die Innenstadt oder nach Bornheim oder so? Nein, auf keinen Fall. Weil Sossenheim, das ist für mich die Heimat. Und ja, dann, wenn man im Leben so keine großen Ansprüche hat, bleibt man halt wohnhaft. Ich denke eher nicht, weil wir hier komplett verwurzelt sind. Also von daher, nee. Würde ich auch, aber nee, hier gefällt es mir besser. Überhaupt nicht. Nachdem ich hier diesen Laden habe und die ganzen Jugendlichen, die hier leben, kennengelernt habe, Ausländer wie auch deutsche Jugendliche, von denen ich am Anfang Angst hatte, weil jeder gesagt hat, ja, so ist ein so und so. Aber genau das Gegenteil. Sehr hilfsbereite Menschen, liebe Menschen. Also ich habe gut Verhältnis zu denen, deswegen bleibe ich hier. Man bleibt hier bis zum Ende.